Hallo liebe Leute und willkommen beim Improved. Heute nur ein bisschen Meta-Talk. Auslöser ist, dass gerade die Adpocalypse anscheinend noch Nachwirkungen hat. Also für diejenigen, die das nicht so mitbekommen. Es gibt massive, sag mal, Störungen, Irritationen so in der YouTube-Sphäre, wo eben viele Werbetreibende aufgrund irgendwelcher Inhalte und so ihre Werbung rausgenommen haben und YouTube hat dann eben ganz viele Leute demonetarisiert, also und ebenso weiter. Und neulich gab es da eben wieder auch so ein Video und da dachte ich, ich rede mal darüber, um ein paar, wie soll man sagen, Entscheidungstechniken zu demonstrieren und gleichzeitig auch noch ein paar Sachen über das Projekt zu sagen. Falls euch das nicht aufgefallen ist, weil ihr alle ganz fleißig Adblocker benutzt, ich schalte keine Werbung. Also die älteren Videos, die haben noch Werbung. Das habe ich so recht gedankenlos dann einfach aktiviert, weil ich dachte, naja, das ist halt so. Und die Werbung habe ich eben deaktiviert, weil ich nicht wollte, dass ich dass ich einfach in irgendeiner Form Geld dafür kriege. Warum nicht? Erstens ist das indirekt, denn im Grunde bin ich da, also ist YouTube, wenn man so will, so ein Mittelsmann zwischen einer anonymen Masse von Werbe oder von Interessenten, die eben Werbung schalten wollen, und mir. Und das ist etwas, was ich nicht haben will. Das schränkt, also das finde ich nicht gut kontrollierbar. Und deswegen, das war einer der Gründe. Und der andere Grund, oder einer der anderen Gründe, war eben, dass ich einen sehr großen Wert auf meine Freiheit eben lege, so dass eben keine zweckgebundene Sache da irgendwo quasi die Verbindung eben zieht. Also ich mache Videos, wann immer ich Bock drauf habe. Ich mache Videos, wie ich sie, also wie ich das eben mache. Und ich fühle mich auch in keinster Weise, wenn man so will, verpflichtet, da irgendwas zu machen, weil die Sachen, die ich so erzähle und das Wissen, das ich teile, oder auch einfach nur manchmal die Gedanken, die ich da mitteile, die oder das mache ich völlig frei, wenn man so will, also ohne, dass ich dafür irgendwie bezahlt werde. Das ist mir im Grunde sehr wichtig und dahinter steckt auch eine unternehmerische Entscheidung, denn ich möchte mein Unternehmen, ja, ich bin selbstständig, eben in keinster Weise von solchen Dingen abhängig machen, denn diese Mittelsmann-Beziehungen sind, also bringen halt eine sehr unangenehme Unsicherheit eben rein und die YouTube-Richtlinien für Werbung sind extrem allgemein schwammig geschrieben und das ist eine unternehmerisch sehr schlechte Entscheidung, sich davon abhängig zu machen oder sich darauf zu verlassen und dann habe ich das eben gleich rausgeschmissen. Überspringen einfach mal ein paar Punkte. Also Reflexion und Analyse des Lebenswandels ist bald fertig. Christian, hinterher werde ich nochmal klar machen, also wo die Verbindung ist natürlich. Reflexion und Analyse ist bald fertig. Christian, der ist gerade mit dem Design noch beschäftigt. Das wird eines der letzten, also entweder das letzte oder auf jeden Fall eines der letzten Bücher sein, in denen ich noch andere Leute oder eigentlich nur Christian halt den Satzspiegel und so machen lassen. Später will ich das in dem einfach selber machen. Deswegen kann ich aber jetzt noch nicht genau sagen, wann das durch ist, das Ding, weil das natürlich auch von Christians sonstiger Arbeit dann irgendwie abhängt. Und normalerweise, also meine Aufgabe ist jetzt zu sagen, hey, ne, kauft das alle und so weiter, aber in die Richtung will ich nicht gehen. Das, was passieren wird, ist, das wird in den nächsten Tagen, soweit ich das abschätzen kann, also wenn es keine größeren Probleme irgendwie mehr gibt mit dem Textsatz und den ganzen anderen Sachen, wird das eben fertig, dann lade ich das eben hoch, also dann wird das eben bald auf Amazon verfügbar sein. Den genauen Zeitpunkt, den werde ich dann halt per Newsletter rausschicken, also wer sich nicht eingetragen hat, der möge sich jetzt ausstrecken, vielleicht werde ich es noch ein paar Mal in die Kamera halten, in den nächsten Videos oder heimlich irgendwo hier ins Regal verstecken oder so.
Aber ich denke, mehr wird da eben nicht kommen. Dann habe ich natürlich, also wenn das durch ist und auch noch ich da auf dem Zettelkastenprojekt weniger akute Arbeit machen muss, habe ich natürlich mehr Zeit auch für den Blog und das Video. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Oder zumindest habe ich auf dem Blog dann eben geschrieben. Und meine Situation sieht wie folgt aus. Also das ist jetzt im Grunde der Anschluss zu dem YouTube-Thema, was ich also womit ich eingeleitet habe und keinen guten Übergang gemacht habe. Für mich stellt sich die Sache so dar. Also ich investiere Zeit und Arbeit eben zum Beispiel in dieses Buch und solche Sachen und biete das eben an. Und ich sehe das dann als Symbiose im Grunde mit euch. Das heißt, meine Aufgabe oder ich sehe es als meine Aufgabe, das Buch richtig cool zu machen und so weiter. Und eure Aufgabe oder das, was ich mir von euch wünsche, ist dann nicht, dass ihr Werbung dafür macht oder so, sondern wenn ihr das Buch gut findet, dann solltet ihr das eben weiterempfehlen, aber nicht, weil es gut für mich ist, sondern weil, wenn ihr es gut findet, dann kann es natürlich auch anderen helfen. Und das ist im Grunde also die Situation, in der ich mich gerade befinde. Ich habe ziemlich viel Material fertig. Also ich habe das jetzt nicht nur so, dass das eine Buch fertig ist. Ich habe zum Beispiel ein zweimal überarbeitetes Buch über die Morgenroutine oder über Morgenroutine fertig. Ich habe ein Buch über Muskelaufbau mit dem Körpergewicht fertig. Also als Manuskript natürlich. Boah, ich weiß das alles gar nicht mehr. Ja, hätte ich mir mal aufgeschrieben. Jedenfalls ein paar Sachen. Und natürlich liegt auch alles viel in quasi weiter aus roherer Form in meinem Zettelkasten vor. Und ich schätze, dass ich pro Buch so zwischen, sagen wir mal, nicht um, also Pi mal Daumen 200 Zettel sind ungefähr ein Buch. Und ich kann jetzt mal sagen, wie viele Zettel ich habe. Ich habe aktuell, nee, am 18.11. hatte ich 6.276 Zettel. Das bedeutet, da liegt ziemlich viel Material so bei mir rum. Ziemlich viel Material, was ich irgendwie nutzen könnte. Aber natürlich kann ich nicht so viel Zeit darin investieren, Bücher zu schreiben. Schließlich muss ich auch arbeiten. Und im Grunde, also darauf möchte ich dann eben hinaus. Ich sehe die Symbiose dahingehend, also, und das gilt natürlich auch nur für die Leute, die also es irgendwie gut finden. Also es geht mir jetzt nicht darum, irgendwo so eine marktschreierische Werbung zu machen, sondern eben zu erklären, also wie das denn laufen kann, weil mich ein paar jetzt genervt haben, also ist positiv, also ne, nervt mich ruhig mit solchen Sachen, wann denn endlich das bescheuerte Buch rauskommt. Und das Buch hat eben auch so lange gedauert, weil ich eben viele Dinge auch noch machen muss, viele andere Dinge. Und je mehr in dem Sinne, also je mehr ich halt über solche Dinge dann eben auch Geld verdienen kann, desto mehr Zeit kann ich natürlich investieren. Und schwierig, also ich habe mir jetzt quasi selber eine Hürde, also eine Hürde gesetzt, das Buch, ich. Lass mich da, also ich kann mich jetzt nicht allzu fest darauf natürlich legen, aber es gibt halt verschiedene Preisstrategien. Also wenn man sich so ein bisschen, also ja, ich beschäftige mich auch mit unternehmerischen Dingen, also wie welche Preise, wo, welchen Markt und so weiter und solche Sachen. Jedenfalls habe ich mich für eine niedrigpreisige Strategie eben entschieden. Das bedeutet, das Buch ist zwar recht umfangreich, aber ich möchte nicht irgendwie, dass das, oder ich werde das nicht für 25 bis 30 € anbieten, sondern das wird so zwischen 15 und 18 € dann eben sein. Also auch recht niedrig. Das liegt eben daran, dass ich nicht möchte, dass da eine größere preisliche Hürde eben davor steckt, weil ich nämlich glaube, dass wenn man so ein Buch sieht und denkt, oh, 25 bis 30 €, das muss, also da muss halt schon was hinterstecken. Also da muss man das schon vielleicht dreimal irgendwie empfohlen bekommen haben. Oder also der Grund muss halt eben sehr stark sein.
Und wenn man das Beispiel also für einen deutlich niedrigeren Preis bekommt, also in den Extremen der Intervallen könnte man schon fast sagen halb so viel, also wenn es 16 Euro kostet, dann also 16 Euro gegen 30 Euro, dann liegt es nahe, dass man im Zweifel dann eher geneigt ist, das Buch einfach mal auf, in Anführungsstrichen, Verdacht zu kaufen und eben zu lesen. Und ich glaube, oder mein Anspruch ist es mit dem Buch im Grunde die Grundlagen des Lebenswandels dann eben abgedeckt zu haben in einem großen Rahmen, in einem großen Überblick. Und weil ich eben, also weil dieses Buch der Einstieg ist quasi in, ich sag mal einfach mein Werk, also dahinter stecken dann eben natürlich die anderen Sachen, dann wird Improved Eating, wird halt die Sache mit Ernährung und Fasten vertiefen, Improved Movement wird halt die Sache mit Bewegung und Mobilität vertiefen. Und ich nenne es mal, ist einfach ein Arbeitstitel. Improved Mind wird eben die Sache mit Ruhe und Kognition vertiefen, wobei das nicht ganz so stimmt, weil da werde ich eher, da werde ich mich mehr mit Meditation, Flow und Reflexion, oh Scheiße, und Reflexion dann eben beschäftigen. Also soweit ist zumindest jetzt erstmal der Plan. Dann gibt es noch eine philosophische Grundlegung. Das ist im Grunde dann die Wurzel des Ganzen. Und dann gibt es natürlich auch Spezialbücher wie zum Beispiel Moderne als Krankheit. Moderne als Krankheit, da wird es eben um solche Sachen gehen wie die Moderne, sagen wir mal, die Moderne unseren Hirnstamm anzapft, überlastet und uns entsprechend auf ganz neuronalem Wege der Fähigkeit beraubt, Sinn zu empfinden. Und ne, da geht es darum, wie macht Fastfood das, wie macht Social Media das, wie macht Konsumismus das und solche Sachen. Und im Grunde, also ich habe das im Grunde, jetzt habe ich glaube ich 14 Mal im Grunde gesagt, egal. Jedenfalls habe ich das als einerseits als Baumodell eben gemacht, also es gibt halt den Stamm, also in dem Sinne, dass der stützend ist, weil eben der persönliche Lebenswandel, das, sag mal, die stützende Sache dann eben ist, also weil, wenn man eben sich nicht gesund halten kann, wenn man keinen Überblick über sein Leben hat, also welche einzelnen Punkte man bedenkt und wie die auch zusammenhängen, dann kann man im Grunde sehr wenig machen. Also in einem ungesunden, weil nicht energetisierenden, sage ich einfach mal, Lebenswandel, da schafft man nicht viel. In der Wurzel steckt natürlich das ganze Philosophische, also vielleicht auch mal die moralische Grundlegung dessen und wie man so das Leben anpacken kann, also mit solchen Sachen wie man Sinn generiert, wie das so ist, also wie man Altruismus und Egoismus zusammenbringt und im Grunde den Unterschied auflöst, dass man sich nicht entscheidet zwischen diesen beiden Dingen und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ganz unten. Und dann oben in der Krone, je nachdem, ne, Ast, Zweig, Blatt und so weiter, stehen dann eben viele andere Dinge. Also das Werk ist ziemlich umfangreich. Christian macht da immer den Witz drüber, sobald ich irgendwas anfange, sagt er immer, ich schreibe eine allgemeine Theorie von und dann geht es eben um das Thema, über das wir sprechen. Und Reflexion und Analyse ist eben so ein wichtiges Ding, also so ein wichtiger Einstieg für das Gesamtwerk, was ich dann eben geplant habe und woran ich eben arbeite. Und deswegen möchte ich da weniger finanzielle Hürden machen. Das ist natürlich ein Spagat in Anführungsstrichen, also der Zwiespalt. Einerseits muss ich natürlich damit irgendwie Geld verdienen, damit ich es auch einfach machen kann, weil ansonsten habe ich einfach keine Zeit. Also sonst muss ich mich entscheiden zwischen schreiben und nicht essen und sterben. Das kann ich nicht machen, weil in 3 Wochen kriege ich so ein Ding nicht fertig geschrieben. Und andererseits natürlich möchte ich das vielen Leuten zugänglich machen. Sagen wir mal, das ist mehr so keine Illustration mit dem Zusammenhang und der ganze Symbiose-Kram, den ich vorgesagt habe, der stimmt zwar zu, aber das ist eben wichtig, damit ihr einmal checkt, okay, was ist so, wie wird das so passieren? Also ich kann eben so viel Arbeit investieren in diese Sachen, insofern sie mir erlauben, mich zu ernähren. Manchmal seht ihr auch in der Bude, also seht ihr bei mir in der Bude rum und so, also das
Ich lebe hier nicht von Koberind und Whirlpool. Überleben heißen bei mir, also heißt bei mir einfache Sachen erstmal. Und das ist im Grunde das, worauf ich mich eben erstmal ausrichte. Also ist nicht schlimm. Also falls mir jemand monatlich viele tausend Euro überweisen möchte, weil er sagt, ey, ich will dann Mäzen werden, dann finde ich es natürlich auch okay. Aber davon wollen wir immer nicht ausgehen. Soweit die Ankündigung. Mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.